like a guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Hallo Freunde, ich hoffe, euch haben die Ankunftsbilder hierhin auf jeden Fall gefallen. Wir sind in Posedarje. Ich werde euch das nochmal unten verlinken, natürlich so wie alle Standorte, wo wir jetzt immer sind. Wir sind hier wieder auf unsere Art und Weise hingekommen, einfach eine kleine Stadt gesucht, die auf dem Weg liegt und dann eben halt versucht, so ein bisschen außerhalb der Stadt bzw. außerhalb dem Haupttrouble hinzukommen. Hier sind wir jetzt eigentlich relativ am Hafen, würde ich es jetzt mal nennen. Und hinter uns ist dann halt dementsprechend ein richtig schöner Strand. Ein bisschen algig ist es hier, beziehungsweise so grün, so sehr grünen Boden haben wir hier, aber das Wasser ist mega, mega warm. Also mir scheint das so, weil es relativ flach ist hier überall. Also keine Stehhöhe, aber trotzdem eben, man kann den Grund ziemlich weit, ziemlich lange sehen. Und der Ort befindet sich auf Höhe von Zadar ungefähr, weil wir wollen in Zadar auf die Autobahn, um dann eben weiter nach Dubrovnik zu fahren. Und von unten aus können wir dann entscheiden, was wir genau machen und wo wir genau hinfahren. Ansonsten hatten wir heute wieder einen ganz, ganz entspannten Tag. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen, zumindest die ersten Aufnahmen. Also momentan sieht es hier sehr stark nach Einheimischen aus. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir in der Nebensaison hier sind und ich euch nicht sagen kann, wie es in der Hauptsaison dann dementsprechend hier aussieht. Auch das Toilettenthema wird häufig bei mir angesprochen. Wir haben 2016 uns einen Port-a-Potty besorgt, haben wir das unbenutzt jetzt gerade verkauft. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt auch, warum wir sowas nicht haben. Also an den meisten Stränden bzw. an den meisten Buchten, wo dann eben doch mal ein bisschen Verkehr ist, findet ihr Toiletten, auch Dixie-Toiletten, die aber dann wesentlich schöner aussehen als die bei uns in Deutschland. Und somit haben wir echt für uns entschieden, dass wir keine Toilette brauchen, weil wir doch so einfach ganz gut klarkommen. In Dubrovnik. Und zwar sind wir gestern Abend noch eine ganze Weile gefahren, sind über die Autobahn gefahren, wie ich schon gesagt hatte. Dadurch spart man eine Menge Zeit, ein bisschen Geld kostet es. Wir sind von Höhe Zadar bis hierhin nach Dubrovnik haben wir bezahlt um die 23 Euro. Jetzt waren wir gerade das erste Mal beim Supermarkt, haben uns noch ein paar Knabbersachen, ein bisschen was Getränke gekauft. Und wir kaufen hier immer so eine ganze Gallone. Die hat jetzt 6 Liter zum Beispiel, die gibt es in verschiedenen Größen und füllen uns das dann in Wasserflaschen ab. Das ist einfach ein bisschen handlicher, als jetzt unendlich viele Flaschen mitzutragen. Ja, und jetzt geht's weiter. So, wir haben jetzt endlich einen Parkplatz gefunden, was echt nicht ganz so einfach ist hier in Dubrovnik. Also erstmal sind die unheimlich teuer, die jetzt halt Nähe der Innenstadt wirklich sind. Und wir haben jetzt ein bisschen weiter weggeparkt, kostet jetzt 10 Kuna die Stunde, das sind dann irgendwie 1 Euro und ein bisschen, also 7 Kuna sind 1 Euro. Und ja, jetzt versuchen wir mal in die Stadt zu kommen, denn hier wurde ein Teil von Game of Thrones gefilmt, das wir auch jetzt erst erfahren haben. Das wollen wir uns natürlich mal angucken und euch auch mal zeigen. Alter Falter. Also, Dubrovnik, für mich
kein Reiseziel, was ich nochmal anfahren muss. Chili sagte das so nett, also wie gesagt, Königsmund kann man sich mal angeguckt haben. Und sie sagte, jetzt kann man erzählen, dass man da war. Für mich war es viel Lauferei, viel Tourismus und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich würde es nicht weiterempfehlen. Wenn ihr mal da gewesen sein wollt, dann werde ich euch nicht abhalten. Aber für uns geht es jetzt auf eine Empfehlung, auf eine kleine Halbinsel. Eine Stunde Fahrt von hier ungefähr und euch nehmen wir natürlich mit. Ich vermute, ihr habt es an den Aufnahmen schon gesehen. Wir sind jetzt das erste Mal auf dem Campingplatz. Das ist das Autocamp Prabratno in Stone. Ich verlinke euch das natürlich unten wieder in der Videobeschreibung, wo das genau ist. Und jetzt haben wir hier ein bisschen was über 20 Euro. Wenn ihr noch Internet wollt, 23 Euro, glaube ich, bezahlt für eine Übernachtung mit Strom allerdings. Das benutzen wir jetzt, weil ich die Drohne und das ganze Equipment mal wieder aufladen möchte. Was ich natürlich auch über Solar machen könnte, das wäre kein Problem. Aber wir haben uns eh gedacht, dass wir dann wegen dem Frischwasser und dem Abwasser und sowas auf jeden Fall auf Campingplätze fahren. Alle 3-4 Tage oder sowas. Das sehen wir dann ja und das seht ihr sowieso auch. Wir genießen jetzt den Tag wieder hier am Strand. Sieht ganz nett aus hier, ist natürlich ein bisschen was los, aber ich glaube für die Nebensaison ist es glaube ich noch völlig in Ordnung und nicht so voll wie in der Hauptsaison. Ja, ich glaube, das ist mal ein Top-Moment, mal anzusprechen, auch wegen der Kühlbox und der Stromversorgung. Ich werde wahrscheinlich im allerletzten Video oder vielleicht nochmal ein extra Video sowieso ein Fazit machen. Aber jetzt mal kurz zu der Kühlbox. Wahnsinniger Luxus auf jeden Fall. Die ist jetzt auf 7 Grad eingestellt, läuft die ganze Zeit durch, macht die Getränke super kalt, hält alles frisch. Wirklich, wirklich Luxus, muss man ganz ehrlich sagen. Und mir gefällt das Ganze wirklich gut. Dazu natürlich die Elektrizität, also Solar und all, was ich hier jetzt so eingebaut habe, funktioniert auch ganz hervorragend. Wir haben keine Probleme. Ich glaube, das Minimalste, was wir mal hatten, war jetzt 88% Kapazität von der Batterie. Und ich finde, das ist auf jeden Fall völlig ausreichend. Wir laden unsere Handys, wir laden alle möglichen Akkus so über 12 Volt. Nur die Drohnenakkus und das MacBook laufen halt über 230 Volt. Und da muss ich das halt nochmal testen, wenn der Inverter läuft. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall schon mal mega zufrieden. Und wir könnten auch locker nicht auf Campingplätze gehen. Das ist jetzt wirklich nur aus reinen Frischwassergründen. Und eben halt mal eine schöne Dusche nehmen. Obwohl die Solardusche es auch hermacht. Also wir duschen jedes Mal, wenn wir aus dem Wasser kommen. Und das hat sich definitiv wieder gelohnt, die auf jeden Fall umzubauen, beziehungsweise neue Ideen mir auszudenken, wie das Ganze umzusetzen ist. Und das funktioniert echt hervorragend. Kleiner Tipp von mir, wir haben ja jetzt gerade das Abwasser ausgeleert und so weiter und so fort und das fängt natürlich auch an zu stinken, deswegen machen wir das immer so, dass wir ein klein bisschen Wasser reinfüllen in den Abwasserkanister, ein bisschen Spüli reingeben und dann eben nochmal ein bisschen durchschwenken und so habt ihr zumindest einen leicht angenehmen Geruch, so lange bis ihr den Kanister wieder auskippen müsst. Taucht wirklich jedes kleine Riff ab.
Da guckt er schon. Ja, hiermit haben wir wieder irgendwas gefunden, was so, so mega schön ist und so schön alleinstehend. Es waren wieder ein paar Einheimische da, die das hier eben halt kennen wahrscheinlich auch das hier gebaut haben wahrscheinlich. Und hier ist eine ganz große Muschelfarm, nenne ich es jetzt einfach mal. Hier waren auch ein paar Leute und haben Muscheln abgeholt. Und ja, wir werden jetzt hier die Nacht auf jeden Fall verbringen. Ich hoffe, euch hat der Tag auch gefallen und wir sehen uns dann morgen früh auf jeden Fall wieder. Ach ja, wer will so nicht gerne aufwachen? Also, wir sind jetzt hier quasi alleine, also ein einheimisches Auto steht da hinten, der sammelt wohl seine Muscheln oder badet da irgendwie mit seiner Frau. Und ja, wir sind jetzt im Sonnenschein aufgewacht. Schön warm im Auto natürlich, das muss man schon sagen. Aber dann macht man die Tür ein bisschen auf und dann geht's. Ja, und jetzt werden wir hier noch den Tag genießen und dann noch weiterziehen. So, ich sichte gerade das Material und ich importiere das gerade auf meinen Rechner und merke gerade, dass ich schon über eine Stunde Material habe und ich glaube, das ist genug für diesen Vlog. Falls ihr mich weiter verfolgen wollt, könnt ihr mich abonnieren und dann wird es auf jeden Fall noch mehr geben davon. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben dafür und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!